Meine lieben Freunde der festiven, endjährlichen und dankbaren Unterhaltung. Willi und ich sitzen heute hier und so wie jedes Mal ist die Dankbarkeit wirklich unterkante Oberlippe, also genau hier bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Also, mir fehlen die Superlativ. Nein, also ist mal Spaß beiseite. Also ja. Das soll eigentlich nur ein kleines, kurzes Video und werden, wo es darum geht, dass wir einfach Danke sagen wollen für das Jahr 2020. Wir wissen natürlich alle, dass 2020 eine große Herausforderung für viele Menschen war und auch vielen Menschen nicht gut getan hat, was auch völlig verständlich ist. Auch wir haben gestruggelt und es lief nicht immer alles irgendwie tiptop perfekt, wie man sich das vielleicht vorstellt in so einer Welt. Aber ja, wir wollten eigentlich nur Danke sagen für den ganzen Support. Wer sich erinnern kann, Anfang des Jahres war ich mehr oder weniger noch alleine unterwegs und habe dann aber irgendwann, beziehungsweise haben wir irgendwann die Idee gefasst, das Ganze zusammen zu machen, einfach weil wir sozusagen beste Freunde sind und ja, beste Freunde, Matze. Sozusagen. Zu, ne? Oh, shit, Alter, da rollen die Tränen hinter der Kamera. Nee, das war noch ein Diss von vorhin, weil er gesagt hat, Fritz ist sein bester Freund. Oha, egal. Okay. Ja, nee, weil wir wirklich sehr eng miteinander sind und uns einfach mögen und gedacht haben, ja, das kann gut funktionieren. Am Anfang war es halt ein bisschen schwierig, aber natürlich muss man da auch erstmal reinkommen. Long story short, seitdem wir das, glaube ich, seit März, April irgendwann, ne? So genau, die Dreh zusammen machen, ist dieser Kanal exponentiell stark angewachsen an Followern und Leuten, die uns zuschauen. Und das ist für uns natürlich eine absolute Ehre und wir sind dafür unfassbar dankbar. Vor allem ich bin auch Vincent dankbar, einfach weil er nochmal so das Ganze auf eine ganz neue Qualitätsstufe gehoben hat. Ohne ihn wäre das halt auch in der Form so nicht möglich, den Content so zu machen, ist auch ganz klar. Es ist ja interaktiv viel besser. Ja, und ganz wichtig und ganz vorne dran von meiner Seite, da bin ich fertig, ist auch zu sagen, dass natürlich ohne euch das einfach alles nicht möglich wäre. Wir sehen ja auch die Kommentare, wir checken das regelmäßig, wir freuen uns immer über Feedback. Es gibt so ein paar Kandidaten, die wirklich jedes Video kommentieren, wo du merkst, okay, die gucken sich jedes Video an. Dann diese Kommentare, wo dann immer steht, ja, und hab nur drauf gewartet, bis die Glocke wieder klingelt, so, ja, und jetzt ist es wieder soweit. Ich meine, das ist für uns halt, für viele ist es vielleicht mittlerweile normal, aber wir sind noch neu in diesem YouTube-Kosmos. Wir geben uns die beste Mühe, wir machen auch noch Fehler. Das ist auch ganz klar und haben dieses Jahr auch ein, zwei Mal in ein Fettnäpfchen getreten. Aber das gehört dazu, weil wir lernen, es wäre das, wenn wir schon perfekt starten würden. So. Wir lernen halt daraus, das ist wichtig. Wir versuchen, neue Ideen zu etablieren. Und ja, eigentlich gibt es nicht viel mehr zu sagen, als wirklich von Herzen vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr unsere Videos schaut, dass ihr diesen Schabernack mit uns mitmacht und meistens alles gut findet. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Alles kann man immer nicht gut finden, ist auch klar, aber trotzdem ist das Feedback ja durchweg echt positiv und wir sind da echt wirklich dankbar dafür. Deswegen 2021 wird richtig groß. Ich bin jetzt fertig mit meiner Lobesrede. Jetzt darf der liebe Vincent. Willi hat ja jetzt schon viel vorgegriffen für mich. Ich könnte jetzt mal ganz kurz so ein bisschen ausholen, deswegen hier auch ein doppeltes Dankeschön. Erstmal natürlich an euch, aber natürlich auch an Willi, dazu komme ich aber gleich. So 2020 ging ganz schön holprig für mich los, also ich glaube so Ende 2019, Anfang 2020 ging es mir so beschissen tatsächlich, wie glaube ich noch nie so wirklich in meinem Leben. Andere Story, vielleicht dazu irgendwann auch mal mehr. Ein Großteil aber von meiner neu erstärkten Gesundheit, von meiner mentalen Gesundheit auf jeden Fall, ist aber auch hier dieses Ding, was ich mit Willi mache. Das hat mir extrem weitergeholfen. Es ist einfach schön, irgendwie so diese Spielwiese zu haben, wo man sich kreativ ausleben kann. Einfach auch so diese Bestätigung zu bekommen, dass das, was man macht, richtig ist und schön, dass die Leute sich darüber freuen. Die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekomme, das ist gerade für mich, der jetzt dieses Jahr das erste Mal mit sowas in Berührung kommt. Tatsächlich alles sehr viel und teilweise auch sehr emotional auf jeden Fall. Aber unglaublich krass. Also ich sind einfach so Situationen passiert dieses Jahr, wo ich überhaupt nicht mit rechnen hätte können irgendwie und was einfach völlig unklar gewesen wäre noch vor einem Jahr für mich, wie als wir da in Ingolstadt Village waren und einfach angehalten wurden und jemand nach dem Foto gefragt hat. So, das war für mich einfach so völlig, völlig geistig und auch einfach die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekomme, die ganzen lieben Kommentare, die man hier liest. So, das ist sehr pleasing, das ist wunderbar und es freut mich, dass es so gut ankommt. Deswegen auch hier nochmal dickes Danke an dich. Ich kann das nur zurückgeben. Also du hast auf jeden Fall hier
life-changing Opportunities. Mal gucken, was wir hier draus machen. Aber es klingt so stumpf, aber es ist wirklich so. Also ich sehe hier eine ganz große Chance drin in der ganzen Nummer und habe auf jeden Fall Spaß. Also auch von mir vielen Dank für 2020 und ich freue mich auch sehr auf 2021. Ich glaube, das wird nochmal eine wilde Nummer. Wir haben jetzt gegen Ende des Jahres ja auch nochmal angezogen, so mit Regelmäßigkeit vom Content und so. Also wir nehmen das schon ernst mittlerweile, ne? Du hast dir noch was Kleines überlegt? Ich hatte mir noch was Kleines überlegt, genau. Und zwar hattest du ja vorhin schon gesagt, es gibt ja so Kandidaten, die hier immer kommentieren und wir sehen uns tatsächlich. Ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal mir ein bisschen Videos anschauen und vielleicht einzelne Leute von euch dann auch mal anschreiben über YouTube und über Insta. Wir würden uns ganz gerne bedanken bei zwei Leuten, die hier, jetzt muss ich rülpsen, die hier immer kommentieren. Und packen denen ein kleines Weihnachtspaket, wo wir ein bisschen Stuff reintun. Was genau das wird, wissen wir selber nicht, ne? Naja, noch wissen wir es nicht, aber es wird auf jeden Fall was Schönes. Aber wird eine Überraschung. Wird eine Überraschung, genau. Das heißt, wir schicken hier auch nochmal ein paar kleine Weihnachtsgeschenke raus. Wer das sein wird, werden wir im Community-Tab wahrscheinlich bekannt geben. Ja, oder halt einfach in den Kommentaren anpinnen. Oder in den Kommentaren anpinnen, genau. Ansonsten, Dankeschön. Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Danke für 2020 nochmal an dieser Stelle. Wir sind unfassbar happy, dass wir euch bespaßen können und dass ihr Spaß daran habt, uns zuzuschauen. Bleibt dran, 2021 kommt und es kommt sehr groß. Es sind einige Sachen geplant und ich verabschiede mich an dieser Stelle für dieses Jahr. Und natürlich auch noch am Ende sei gesagt, lasst uns die Daumen drücken, dass wir schnell wieder zur Normalität übergehen können. Und das heißt für euch, haltet euch an die Regeln, riskiert nichts, was ihr nicht riskieren müsst, nehmt euch zurück, verbringt viel Zeit zu Hause, lasst uns diese Pandemie endlich besiegen, denn ich glaube, das ist im Interesse aller. Und Das ist vielleicht übrigens für die, die sich wundern, ich glaube, jetzt gerade haben wir nicht so ganz 1,50, aber auch wir nehmen das hier ernst. Unser Kameramann sitzt hier, hat eine Maske auf. Wir schauen, dass wir so ein bisschen Abstand zueinander halten. Hier wird die ganze Zeit durchgelüftet und so. Also das passiert hier auch alles unter Einhaltung der Regeln. So viel dazu. Ich würde sagen, das war's jetzt. Wir sind beide raus. Genießt das Restjahr. Ich glaube, es kommt noch ein Video von uns kurz vor Jahresende. Aber dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Also ich verneige mich und bis dahin.